Was geht ab, Leute? Ich bin wieder zurück zu Hause. Es steht richtig, richtig viel an, denn Studium setzt jetzt langsam volle Kanne ein. Vor allem, ich muss richtig viel lesen, dann muss ich hier, bin ich dann hier am Nachholen, weil ich von letzter Woche noch etliches übrig habe. Das heißt, das steht richtig viel an. Ich muss da auch irgendwie noch so einen Lexikonartikel zusammenfassen, was schon die erste verpflichtende Prüfungsvorleistung ist. Das heißt, studiumstechnisch geht es jetzt richtig los. Dann steht natürlich auch meine Selbstständigkeit an. Sprich, ich muss wirklich jetzt mal meine Selbstständigkeit anmelden. Und das ist doch echt crazy. Ich werde richtig selbstständig. So, richtig selbstständig. Deswegen, ab geht's in die Woche. Und jetzt ist einfach wirklich grind angesagt. Und weil es ja immer wieder einige von euch interessiert, was denn in meinem Psychologiestudium so abgeht, möchte ich euch das kurz zeigen. Keine Ahnung, ich sag's euch einfach. Wir sollten da einen Lexikonartikel zusammenfassen. Und was ich euch bestimmt zeigen darf, ist, was ich geschrieben habe. Das Ganze sieht so aus. Sprich, keine Ahnung, wer es abfotografieren will, was weiß ich, kann das ja machen. Aber man hatte sozusagen so einen Lexikonartikel und den sollte man einfach in eigenen Worten nochmal zusammenfassen. Das muss man dann ins Forum einstellen, dann wird es von einem Modulbetreuer überprüft, ob das den wissenschaftlichen Ansprüchen genügt. Und wenn man dreimal machen, oder nein, man kann es viermal machen, und wenn es dreimal passt, dann hat man die Prüfungsvorleistungen erbracht. Sprich, das reicht dann, um zur Prüfung am Semesterende zugelassen zu werden. Und ich muss ehrlich sagen, also entweder fliege ich damit jetzt richtig auf die Schnauze, oder es ist lächerlich einfach. Weil als ich das gehört habe, so mit Lexikonartikel zusammenfassen und so weiter, habe ich so an seitenweise Sachen gedacht, weißt du, wo du ewig dranhängst, wie an deine Seminararbeit oder so, wie früher in der Schule. Alter, also, das waren jetzt gerade 5 Sätze. Und natürlich muss man ein bisschen überlegen, wie man das schöner schreibt, aber das fand ich gerade echt krass und auch so als andere. Bisher finde ich das Studium echt extrem entspannt. Aber was ich auch schon gemacht habe, ist, da ist es. Bam! Hier. Ganz, ganz viel. Ihr seht es. Ganz, ganz viel durchgelesen zu allen möglichen Scheiß. Und zwar, wo ist es denn? Wo hab ich's denn jetzt? Keine Ahnung. So ein Ding halt. Ja, was weiß ich. Einfach halt eine Gewerbeanmeldung, nicht Gewerbeanmeldung, halt eine Anmeldung zur Existenzgründung. Da habe ich jetzt endlich alle, ich sage euch das, also für alle von euch, die mal selber was starten wollen, das sind ganz schön viele Sachen, die wissen wollen. Und jetzt habe ich aber, glaube ich, alles verstanden, jetzt fülle ich das mal aus, druck das aus und hoffe dann, dass alles passt und dann bin ich selbstständig. This is for the dreamers, this is for the hope. When we sitting in the bleachers, should be on the flow. Laced in the fly sneakers, money that we blow. Just to prove that we mean it, ready for the show. Yeah. I wake up every single morning. Mask goes on, time to fake it till I'm on it. Smile on my face, inside looking haunted. They like polish, what's the problem? This the shit you always wanted. I'm like, no. I drop school to get away from bullshit. They shoot down your dreams and a waste of fucking bullet. But I had 50 cent bulletproof young bandit. Also ich habe jetzt mit meinem Dad nochmal das ganze Existenzgründungsgedöns ein bisschen besprochen und ich werde erstmal nochmal so einen Beratungstermin mit einer Steuerberaterin machen, dass ich da irgendwie auf der sichereren Seite bin, auch hinsichtlich meiner Freiberuflichkeit und so weiter. Und was ich jetzt auch noch an der Stelle mal noch fertig werden, raushauen muss. Leute, der Vlog, der heute, beziehungsweise gestern kam, heute ist ja schon Dienstag, unnormal. Danke für den Support. Das Gleiche. Dann dachte ich mir, holy fucking shit, geht das auf YouTube ab. Schau ich auf Instagram, wir sind schon bald vor den 700 Followern. Das ist ja unnormal. Ich meine, ich habe doch vor 1,5 Wochen gesagt, oh mein Gott, wir haben jetzt 600 geknackt. Crazy, Leute, crazy. Danke. Ich versuche das so gut wie möglich zurückzugeben. Ich will noch geilere Vlogs machen und danke dafür mal eben zwischenzeitlich an der Stelle. Jetzt beantworte ich auch die restlichen Kommentare, Nachrichten, whatever, das wird langsam. Ohne Scheiß, am Anfang habe ich immer so, konnte ich das immer, keine Ahnung, nebenbei irgendwo machen. Und so langsam dauert das schon echt immer länger und das ist schon echt crazy. Das heißt, das mache ich noch fertig und dann gibt es endlich Hühnersuppe. Mögt ihr Hühnersuppe? Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr Hühnersuppe mögt.
This is for the dreamers, this is for the hope. When we sitting in the bleachers, should be on the floor. Laced in the fly sneakers, money that we blow. Just to prove that we mean it, ready for the show. Yeah. I'm strapped up and ready for the warfare. Pointing at the map like I think I want a tour there. Girls in France with their pants all tight. And the girls out in Saudi wanna dance all night. Those be fantasies right now, couple years it will be real life. 6 zeros after the one, only feel right. Bank account looking like I robbed the bank. And I'm aware, but the clouds give God a shake. Give God some thanks, if God exists. If he helped me out of here, he the awesomest. If not, fuck it, I'ma be the boss of this. I'm a guy, you a guy, give the plot a twist. First I help out mom, then I floss the wrist. What I wanted since a kid, hair blonde as shit. Tonking trucks on the lawn, those days I miss. Now it's the bottom of the ninth, I'ma make that hit. Gone. This is for the hope. When we sitting in the bleachers, should be on the floor. Laced in the fly sneakers, money that we blow. Just to prove that we mean it, ready for the show. Yeah, 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 yeah. Leute, jetzt muss ich mal auch ganz schnell was Richtiges raushauen. Und zwar ein herzliches Fuck you an jedem, der mir erzählt hat, dass ich zu krass diszipliniert wäre, zu krass in meinen Routinen werde, mein Leben zu strikt wäre, ich zu leistungsorientiert wäre, ich zu krass Erfolg wollen würde. Wisst ihr, was ich realisiere? Dieser Fortschritt, dieses Wachstum macht mich einfach glücklich. Bei allen, ich hab ja vor dem Tag noch nichts gesehen. Bei allem, was ich heute gemacht habe, ich hatte immer so dieses Gefühl, oh, ist das alles so richtig? Ich dachte mir immer, wenn ich irgendwas, keine Ahnung, nehmen wir ein Beispiel, der Instagram-Workshop, okay? Ich habe damit zum ersten Mal richtiges Geld verdient, und zwar richtig gutes Geld. Und dann habe ich mir gedacht, weil ich sofort diese Vorstellung im Kopf hatte, jeder, der irgendwas macht, womit er viel Geld verdient, der sozusagen nach außen erfolgreich ist, der muss sich innerlich hohl fühlen. Aber es ist auch so ein Schwachsinn. Natürlich gibt es viele Leute, die eine Sache nur für Geld machen. Aber soll ich euch was sagen? Ich liebe Präsentationen. Und wenn ich jeden Tag Sport mache und mich weiterentwickle und viel lese und erfolgreich werden will, dann ist es nicht, weil ich in mir irgendeinen Mangel verspüre, sondern weil ich Leidenschaft für Selbstverbesserung habe. Und ich merke das gerade so heftig. Am Montag hatte ich das Gefühl auch schon beim Coaching mit der Linda, habe ich ihr das erzählt. Und auf einmal, als ich weiter mit ihr drüber geredet habe, habe ich einfach gemerkt, fuck, Alter, fuck. Ich liebe dieses Thema, ich bin dieses Thema. Heute hat mich jemand gefragt, ob ich ihm einen Spruch für eine Abi-Zeitung raushauen kann. Und dann habe ich gemerkt, und dann hat sie gemeint, Alter, woher kennst du diesen ganzen Sprüche? Ich habe gesagt, mir fallen die alle selber ein. Sie meinte, woher kommen diese Sprüche alle? Und dann habe ich einfach nur realisiert, ja fuck, die kommen mir einfach zugeflogen, weil ich mich so damit beschäftige. Nicht, weil ich mir sage, ich bin so scheiße und ich muss irgendwie irgendwas Vernünftiges werden, sondern weil ich es einfach liebe, an meine Grenzen zu gehen. Und deswegen ein herzliches Fuck you an jeden, der mir sagt, ich bin dazu extrem. Ich liebe euch alle und ich weiß, dass ihr es alle gut mit mir meint, aber ich liebe diese Sache. Ich liebe diese Sache und more, 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 baby. More fucking more. Okay, Leute. Ich hatte gerade ein richtig heftiges Gespräch nochmal mit meiner Mom über die Sache, über die ich gerade gesprochen habe. Und meine Mom macht jetzt auch Psychotherapie. Sprich, mit der konnte ich so ein bisschen Coaching sozusagen machen. Krass. Krass, krass, krass. Ich kann euch leider nichts Konkretes sagen, aber die eine wichtige Sache, die ich euch mitgeben möchte, ist, bei mir ist ja eigentlich so der Weg, ich habe eigentlich eine goldene Zukunft von mir, okay, wenn ich habe so viele Sachen, passen bei mir gerade so perfekt zusammen. Den Bereich, den ich machen will, damit kann ich richtig viele Leute erreichen, damit kann ich Geld verdienen, das ist meine absolute Passion. Das ist für mich selber als Weiterentwicklung das Beste, was ich machen kann, sprich alles top-notch. Sprich, jede Verwirrung, die jetzt irgendwie in den Weg kommt, ist eigentlich total unpassend.
Und bei mir war aber Verwirrung und ist immer noch ein bisschen hin und her. Aber ich habe versucht, sie erst wegzudrücken, weil ich sie nicht haben wollte. Ja. Weil ich mir dachte, hey, das blockiert mich nur. Und ihr kennt es vielleicht. Ihr habt irgendwie, ihr hinterfragt irgendwas und dann, da auch das jetzt hinterfragt, könnt ihr nicht richtig nach vorne gehen und ihr könnt keine entscheidenden Schritte gehen. Und ihr denkt euch, fuck, irgendwie muss diese Verwirrung weggehen, damit ich endlich wieder weiter Gas geben kann. Und so hatte ich das voll. Aber jetzt nehme ich diese Verwirrung einfach an und ich gucke einfach, was damit passiert. Und ich glaube, dass das eine super wichtige Sache ist, die ich unbedingt lernen muss und noch verbessern sollte. Und das trifft bestimmt auch einige von euch auch zu. Deswegen kann ich euch jetzt konkret zu meinem Fall gerade nicht so viel sagen. Aber egal, was kommt emotional an Gedanken oder so, nehmt das einfach an, schaut euch an, was es euch bringen kann. Auch wenn ihr vielleicht gerade das Gefühl habt, dass es geht jetzt nicht in die Richtung, in die ihr es haben wollt. Die Dinge, die neu im Unterbewusstsein hochkommen, die werden irgendwann kommen und wenn du sie jetzt wegschiebst, dann werden sie später wahrscheinlich noch schlimmer kommen. Und deswegen immer auf das Innere hören und das Ganze verarbeiten. Okay Leute, ich bin schon am Freitag, sprich ich habe die letzten 24 Stunden oder so nicht gevloggt. Und ihr merkt ja gerade schon, okay, what the fuck, was ist jetzt los? Ich habe mir das Ganze hier aufgeschrieben, was in mir vorgeht. Und ich möchte natürlich auch ein bisschen erklären, was ist und möchte nicht so im Blauen lassen, gibt es das Sprichwort, keine Ahnung. Aber in mir sozusagen Verwirrung nach dem Motto, ah ja, sollte ich, so, ist das so, was ich mache, ist es so das Richtige? Und dann, weil mir wurde beispielsweise schon öfter gesagt, wie ihr in einem Clip auch gesehen habt, nach dem Motto, ja, du bist zu leistungsorientiert, du bist zu diszipliniert, das ist viel zu krass. Aber dann habe ich gemerkt, das möchte ich wirklich. So, es ist nicht so, dass ich, weil mir wurde halt oft gesagt, fühlst du dich nicht gut genug oder so, weil du ja so viel machst. Was natürlich Schwachsinn ist, weil ich mag das wirklich, ich komme vom Triathlon, ich habe es einfach lieben gelernt. Aber trotzdem sind da ein paar Sachen wie, paar negative Sachen dabei, beispielsweise wie, ich möchte sicher wachsen, sprich ich möchte mich anstrengen, aber ich möchte, dass sonst keine richtigen Hindernisse dazwischen kommen, sprich ich möchte nicht, dass mich in der Früh irgendwer beim Arbeit stört, ich möchte nicht, dass irgendeine Technik ausfällt oder sonst irgendwas, sprich da ist es auf einmal ein Zwang, was dann negativ ist, oder allein dadurch, dass Leute mir sagen, dass das ja vielleicht zu obsessiv ist, falls das ein Wort ist, oder sprich zu hardcore ist, und dass sie, die mir sagen, ja, fühlst du dich nicht gut genug, dass ich mich eigentlich gut genug fühle, aber dann, weil die das sagen, ich darüber nachdenke, so nach dem Motto, ach, ich müsste mich ja nicht gut genug fühlen. Tue ich nicht, aber ich müsste ja, weil die ja das sagen. Ultra strange, okay? Lauter solche Sachen. Und das geht mir gerade so voll durch den Kopf. Und ja, wisst ihr, das möchte ich, deswegen, ich werde jetzt wahrscheinlich am Wochenende nichts machen, außer studieren, weil da steht so viel an, das kann ich echt nicht weglassen. Aber ich werde richtig viel in mich reinhören. Das heißt, es wird wahrscheinlich ein sehr, sehr, noch mal so ein hardcore, emotionaler, spiritueller Vlog auf euch zukommen. Weil das ist genau das, was ist. Ich weiß, dass ich ja viel Erfolg, Motivation und so weiter bin, aber das ist nur ein Teil davon. Weil genau das, was ich euch gerade zeige, ja, dieses Verletzliche, das ist mindestens genauso entscheidend, wenn nicht sogar noch entscheidender. Denn mir geht es ja darum, das beste Leben zu führen. Und natürlich ist Erfolg und so weiter schön und ich glaube nach wie vor daran, dass man
gewissermaßen eine Sache richtig, richtig gut meistern sollte. Aber mir geht es darum, das komplette Leben zu erfassen, das richtig gut zu machen und das mit euch zu teilen, weil die eine Sache, die ich ja eigentlich für mich selber lösen möchte, ist, was ist das Beste, was man im Leben tun sollte? Und ich weiß, dass das sehr viele von euch interessiert und ich möchte das gewissermaßen für euch sozusagen experimentieren und ausprobieren. Und ich merke, dass in sich aufzuräumen und immer in sich reinzuhören so entscheidend ist. Und das bedeutet, was das ist, was es für mich bedeutet, was für mich Building the Best Life eben auch bedeutet. Nicht nur, ich hasse dahin, zack, 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 sondern ich höre auf mich selber. Und auch wenn es jetzt vielleicht, schau, es ist lustig. Man denkt sich so, ja, okay, scheiße, wenn so dieses Hustle ist voll geil und so motivierende Musik, yeah, nice. Und dann denkt man sich, wow, so eine Episode, so, wow, so schauen es nicht weniger Leute an und sonst irgendwas. Wir haben immer irgendwelche Sachen in unserem Kopf, die ganze Zeit. Und das Entscheidende ist, dass wir richtig in uns reinhören. Und ich will in diesem Vlog, versteht ihr, dieser Vlog ist nicht nur für jetzt, der ist für in 10, 20, 30 Jahren. Weil ich dann zurückschauen möchte und dann sagen will, es war damals entscheidend, dass obwohl ich da gerade voll am Anfang stand und gerade alles richtig abging, dass ich nicht diese Verwirrung weggeschoben habe, sondern dass ich trotzdem reingegangen bin, trotzdem geschaut habe, was ist es, und dass ich danach besser rausgekommen bin. Und das ist mir richtig wichtig und ich möchte euch da halt auch einfach das komplett richtige Bild zeigen. Also ich bin aufs Wochenende richtig gespannt. Ich habe euch alle ganz so lieb. Und nicht, weil ihr mir folgt. ja, danke. Hört auf euch selber. Euer Unterbewusstsein, glaube ich, sagt einem viel mehr, was man sich eigentlich bewusst ist. Und geil, dass ihr zuschaut.